Vom Wienerwald Tourismus wurde dieser Tage das Projekt Schwarzföhre vorgestellt. Ein Projekt zur Wirtschafts- und Tourismusförderung unter Berücksichtigung der lokalen Wirtschaft im Pistingtal. Schwarzföhren prägen die Landschaft im südlichen Niederösterreich und sind besonders stark in den Regionen des Triesting- und Pistingtals zu finden. Um die Aktivitäten zur Schwarzföhre zu bündeln und gemeinsam der Öffentlichkeit näher zu bringen, fanden sich einige engagierte Personen, Betriebe und Gemeinden zusammen, die unter dem LIDA geförderten Projekt die Kehrföhrenen eine bunte Mischung aus Produkten, Aktivitäten und Informationen bieten. Da geht es um die Becherei und um die Schwarzföhre an sich und die Schwarzföhre und das alte Handwerk der Becherei wieder in den Fokus zu stellen. In der idyllischen Gemeinde Herrnstein, bekannt durch das gleichnamige Schloss und Seminarhotel, fand passend zum Projektthema ein Pressegespräch im Pechermuseum statt. Mit viel Herzblut und Engagement wurde rund um das Thema Schwarzföhre und Pecherei referiert und diskutiert. Ich habe ganz toll gefunden, wie die einzelnen Beteiligten wirklich für das Thema brennen, kann man sagen. Ja, also das kommt wirklich vom Herzen. Und ich glaube nur, dass man wirklich gern macht, macht man gut. Und das ist ein eindrucksvolles Beispiel, wenn sowas wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Das ist eben das Schöne, dass hier, wenn ein Projekt zustande kommt, dass alle an einem Tisch sitzen und alle gemeinsam dieses Projekt dann auch tragen. Möglich war es, weil wir ein EU-gefördertes LIDA-Projekt gemacht haben. Und diese Mittel einfach wichtig waren, um Marketingprodukte zu produzieren, um Workshops zu machen, wo man sich überlegt, welche Produkte brauchen wir heute. Es bietet ja vielseitige Einsatzmöglichkeiten von jetzt, sag ich mal, kosmetischen oder medizinischen Anwendungen bis hin zur Kulinarik, aber auch natürlich das Handwerk, das man hier im Museum sehr, sehr toll erleben kann. Ich denke, dass das durchaus ein Impuls jetzt auch sein kann für Besucher, die hier in den Wienerwald kommen. Aber nicht nur für Touristen ist der Föhrenwald ein beliebtes Ausflugsziel. Tue ich gerne und mein Mann ist ganz begeisterter Waldgeher und wenn er sich nochmal aussuchen könnte, wäre er gerne Förster. Der Föhrenwald und die Becherei waren in der Vergangenheit das Prägendste. Da gab es noch kein Schloss, da war das auch ein Wirtschaftsgebäude und das Schloss war eigentlich ein Wirtschaftshof, das vielen Männern und Frauen, Familien der Gemeinde, speziell der Ortschaft Herrnstein und Eigen, Arbeit gegeben haben.